herzlich willkommen hier bei meinem neuen Video. Ja, heute die Analyse zum Auswärtsspiel in Nürnberg. Ja, liebe Freunde, war wohl nichts, Hannover. Wieder unkonzentriert werden. Ja, wir haben ja gut angefangen. Schön gut gespielt, stabil gespielt. Nürnberg, erster Elfmeter uns geschenkt. Fanden wir alle gut. War schön. Ja, weiter geht's. Den haben wir reingemacht, dann weiterhin schön stabil gestanden. Nürnberg nicht kommen lassen. Auf Fehler gewartet. Auch immer schön verschoben, immer die ganzen Leute dabei gehabt. Auch konzentriert gewesen. Ja. Und dann zweiter Elfmeter, auch geschenkt. Ja, es lief ja wie bei Bayern. Einfach mal so, wie es sein muss. Ja, bis auf den Moment, wo die Halbzeit war. Ja, wie war's? Erste Halbzeit, Analyse, ja, das kann man machen. Die zwei Tore waren geschenkt. Da war einfach, Nürnberg hat sich dann einfach dämlich angestellt, aber das machen wir ja gern, das nehmen wir ja gerne mit. Wir haben dann stabil gestanden im Rest der Spielzeit. Ja, haben das dann nach Haus gebracht, in die Halbzeit. Und irgendwie haben wir in der Halbzeit irgendwas genommen, was nicht ganz so richtig war. Unkonzentriertheiten wieder schon zu Beginn der zweiten Halbzeit. Ja, Stimmung von den Rängen kam ja eh nicht, da sage ich dann gleich noch was dazu. Ja, und ansonsten, was haben wir sonst noch so gemacht? Hannover hat auch in der zweiten Halbzeit versucht, gut zu schieben. Wir haben mehrfach in der zweiten Halbzeit die Großchance gehabt, ins 3:0 zu kommen. Dann wäre der Ofen sowieso aus gewesen, weil wir waren im Kopf von Nürnberg, die haben nichts auf die Kette gekriegt. Die haben keinen Plan gehabt, wie sie uns bespielen sollen, weil wir immer eine gute Antwort hatten. Ja, bis auf den Elfmeter für Nürnberg. Ja, das kann man dann sehen, wie man will. Also ich würde sagen, nein, es war keiner. Es wurde einer, es wurde überprüft. Videoassistent hat überprüft, ja, es ist einer. Man kann Argumente für sehen und man kann Argumente dagegen sehen. Vorher hat der Nürnberger eben auch rumgefummelt und rumgespielt an unserem Spieler und unserer hat sich dann halt in meinen Augen einfach nur gewehrt und hat ihm einen kleinen Klaps gegeben, einen kleinen Check gegen das Gesäß und dann ist er halt eben hingefallen, was ein cleverer Spieler natürlich auch macht im Strafraum. Wir wissen ja, wo wir sind. Ja, Videoassistent hat sich dann entschieden oder der Schiedsrichter hat über den Videoassistenten dann entschieden, dass der Elfmeter bleibt. 2:1 für Nürnberg oder 2:1 gegen uns dann und ja, wir waren dann mit 2:1 in Führung und dann frage ich mich, warum wir dann nicht hinten einfach mal zuhalten. Was ist das fucking Problem, hinten einfach mal stabil zu stehen? Ich weiß es nicht. Habt ihr euch irgendwie die falschen Tabletten heute Morgen gegeben an dem Tag oder was? Also das ist irgendwie ist das jetzt mittlerweile schon wie so eine rote Linie hier. Kaum kriegen wir ein Gegentor, werden wir wackelig oder was? Ja, wir hatten die Chancen, dass wir ein 3:0 machen. Ah, dann müssen wir sie auch reinmachen. Da haben wir halt eben selbst Schuld. Ne? Wenn wir sie nicht reinmachen und den Deckel nicht komplett zumachen, dann laden wir in Nürnberg förmlich ein. Und dann haben wir halt eben auch das Gegentor gekriegt, den Elfmeter. Und da war die Stimmung weg. Ja, dann Unkonzentriertheiten hinten, wieder offen, wieder Hose, wieder nicht mehr gewusst, wo wir vorher gestanden haben. Nürnberg hat sich bedankt, hat das 2:2 gemacht. Ja, und an sich war es das auch schon, weil mehr kam dann auch nicht mehr. Wir hatten, wie gesagt, die Chancen mehrfach hundertprozentige, vor allem hundertprozentige, die niemals vorbeigehen dürfen, niemals vom Tor weg oder was auch immer. Nein, der hätte im Tor landen müssen. Hundertprozentige haben wir vergeben.
Ja, Pech gehabt, 96. Haben wir wieder nicht gemacht, ne? Wie war das? Erst 2-0 im Heimspiel hinten liegen und 2-2 spielen, jetzt 2-0 auswärts führen und wieder nur einen Punkt mitnehmen. Super, vielen Dank auch. Vor ungefähr 500 Gästefans, die ja am Ende noch übrig geblieben sind. Weil das ist auch hier. Spiel ist jetzt vorbei. Nächstes Spiel ist am Freitag in Sandhausen. DFB-Pokal, erste Runde, Sandhausen. Mal gucken, was das wird. Das sollten wir geistig und mental wohl hinkriegen können. Mal gucken. Ja, und zu den Nürnberger Polizei und Nürnberger Stadt. Also wie asozial, wie behindert muss man denn in dem Kopf sein? Echt. Mal ganz ehrlich. Also das ist ja unglaublich, was da abgelaufen ist. Wir fahren 570 Kilometer, fahren wir von Hannover nach Nürnberg runter mit voller Bagage, voller Fahnen, Transparente und Fahnen und was weiß ich. Die haben sich einen heiden Arbeit damit gemacht, die ganze Bagage da runter zu kutschieren. Kommen an Gästeeingang. Oh, jetzt dürft ihr aber die Fahnen nicht mehr mit reinnehmen und die Aufhänger. Hallo? Was ist das denn für eine Hurensohn-Scheiße? Entschuldigung, muss ich piepsen. Ja, was ist das denn für ein Dreck? Wer hat euch denn da in die Gehirne geschissen? Ja, natürlich. Sicherheitspersonal und bla und blub. Aber dann als Polizei am Stadion zu stehen und noch als Gag zu wissen, hinzugehen und zu sagen, ja, wir könnten ja auch dann mal eure Fahnen und Transparente verbrennen. Sag mal, geht's noch? Wer hat euch denn ins Hirn geschissen in Nürnberg? Hä? Habt ihr ein bisschen zu viel geraucht? Hä? Hat euch das Gras nicht geschmeckt oder was? Also mal ganz ehrlich, das ist ja unter aller Sau. Also das gibt's auch nur einmal. Das war das einzigste Mal, dass ihr das gebracht habt. Das ist unglaublich, diese Menschen gehören gar nicht ins Stadion. Die haben noch nie mit diesem Stadion zu tun gehabt anscheinend. Die wissen gar nicht, wer wir sind. Und dann so eine Scheiße abzuziehen, echt unglaublich. Das kriegst du nicht mehr auf die Kette. Und dann kommt der sensationelle, dann kommt die Ultras oder die Fans sind nicht kooperativ genug oder wollen nicht miteinander reden. Ja, natürlich nicht. Mit solchen Hohlbirnen will doch keiner reden. Mit solchen vakuumierten Vollidioten. Dass die Stadt das zufälligerweise genau an dem Tag ausspricht, ist vielleicht geplant. Ja, aber dann erwarte ich von einer Stadtverwaltung in Nürnberg, dass sie das vor dem Spieltag ankündigen, dass sich alle darauf einstellen können. Und wenn sie das Donnerstagabend verkündet hätten, dann hätte der Verein sich darum kümmern können und da hätten die Fans auch was davon zu tun gehabt. Wäre zwar scheiße gewesen, keine Fahnen zu zeigen, aber dann hätten wir halt eben auch alle hinfahren können ohne Fahnen. So packen wir die ganze Bagage ein und dann stehen wir vor dem Nürnberger Stadion und sagen, ja, jetzt ist der Beschluss da. Ja, scheiß auf den Beschluss. Mann. In so einer Umgebung sollst du dann gesprächsbereit sein. Da willst du nicht gesprächsbereit sein. Bei solchen vakuumierten Vollspasten. Echt. Meine Güte nochmal. Also das ist... Da frage ich mich, wo der Geisteszustand der zuständigen Personalabteilung ist, die da irgendwelche Entscheidungen getroffen hat. Weil anscheinend ist da nicht viel Niveau dahinter. Sonst hätten wir das anders geregelt. Ja, aber wie gesagt, scheiß drauf, egal. Sind die Fans halt eben auch wieder nach Hause. 600 Kilometer für umsonst. Für Scheißdreck. Ja, stehst du mittags um Viertel nach eins auf dem Parkplatz in Nürnberg vorm Stadion, packst deine Sachen ein und fährst wieder nach Hause. Hast null von dem Spiel gesehen, hast du nichts.
Du fährst über 12 Stunden, fährst du auf irgendwelchen deutschen Autobahnen herum, um mal hinzufahren, da warst du mal 10 Minuten da und fährst wieder nach Hause. Super Idee, super toll. Habt ihr echt geil gemacht. Mal gucken, was ihr erlebt, wenn ihr mal bei uns vorbeikommt. Meine Güte, ist das ein Scheißhaufen, du. Gut, okay. Why not? Ist scheißegal. Anyway. Freitag ist jetzt wichtig, Pokal. Mal gucken, was wir da rausholen. Und dann nächstes Auswärtsspiel ist ja in oben an der Ostküste in Rostock. Ostseestadion in Rostock. Ist dann der nächste Spieltag. Und dann gucken wir mal. Gut, danke fürs Zusehen. Ich wünsche euch einen schönen Nachmittag, schönen Tag noch. Folgen, liken und so weiter, wisst ihr ja Bescheid. Wäre cool, wenn ihr das macht. Und dann wünsche ich euch erstmal eine angenehme Woche. Ich brauche jetzt erstmal eine Tablette zur Beruhigung. Bis dann, auf Wiedersehen.